Hallo und herzlich willkommen zur Bearbeitung von Konzept 626. Diese Frage steht schon im Thema Gleichgewicht und Temperatur, genauer gesagt um die Van't-Hoff'sche Isobarung. Und nun zum Konzepttest. Die Frage ist, wie die Van't-Hoff'sche Isobare in einer exothermen Reaktion in meinem Ln von K gegen 1 durch T-Diagramm aussieht. A sagt, dass es sich um eine positive Steigung handelt, B gibt an, dass es eine negative Steigung hat, sagt, dass es eine horizontale ist und D gibt an, dass es eine vertikale ist. Um das zu beantworten zu können, überlegen wir uns erst einmal, was ist exotherm. Exotherm ist eine Reaktion, wobei die Produkte weniger Energie haben als die Edukte, das heißt, Energie wird frei. Physikalisch gesehen haben wir also eine negative Enthalpie, also Delta H ist negativ. Ein bekanntes Beispiel wäre die Knallgasreaktion. Um nun den Rest der Frage zu beantworten, müssen wir uns anschauen, wie die Van't-Hoff'sche Isobare definiert ist. Die Isobare können wir durch diese Gleichung darstellen. Um jetzt ganz genau zu erkennen, worauf wir achten müssen, schauen wir uns auch einmal die allgemeine Geradengleichung an. Dann erkennen wir ln von k ist y minus Delta H durch r ist die Steigung, 1 durch t ist x und Delta S durch r ist der y-Achsenabschnitt. Was uns nun interessiert, ist Delta H, da r eine Konstante ist. Da wir nun wissen, dass wir sie mathematisch beschreiben können, können wir C, da die Steigung nie 0 wird, da Delta H nie 0 wird, ausschließen und D ausschließen, weil es sich um eine Funktion handelt und für x maximal nur ein y-Wert definiert ist. Also bleiben nur noch die positive und die negative Steigung. Da es sich aber um eine exotherme Reaktion handelt, also eine Reaktion, wo Energie frei wird, ist unser Delta H negativ. Da unsere Steigung aber definiert ist mit minus Delta H durch R, ist eine exotherme Reaktion als die Steigung einer exothermen Reaktion positiv und somit ist die rot gestrichene Linie somit richtig. Dadurch können wir nun auch B ausschließen, weil B eine positive Steigung hätte. Somit ist A die einzig richtige Antwort.